Das war ein random Headshot, so wie man es vom Huntsman kennt. Das war auch ein random Kill, so wie man es vom Huntsman, vom Luxman, sorry, Luxman kennt. Hallihallo Leute, willkommen zu einem weiteren TF2 Let's Play von mir, Sulfa. Und heute sind wir wieder auf demselben Server wie beim vorletzten Mal, glaube ich. Wieder auf Stars East Coast Server. Wir sind gerade auf der Map. Keine Ahnung. Auch eine Map, die wir letztes Mal schon mal gespielt haben. Ich höre gerade gar nichts. Ist übrigens spät in der Nacht, möchte ich noch hinzufügen. Also vielleicht nicht wundern, wenn irgendwas Komisches passieren sollte. Zum Beispiel jetzt hier, wie ich einfach sterben werde. So schnell kann das gehen. Ich bin gerade null eingespielt. Habe überhaupt keinen Plan, was hier vor sich geht. Und bin eigentlich auch gerade ziemlich müde, um es mal so zu sagen, bin ich jetzt mal ganz direkt. Ja, was habe ich heute gemacht? Heute erstmal schön Bubble Tea trinken gegangen, kann ich jedem nur empfehlen, der es noch nie gemacht hat. Was ich getrunken habe, vielleicht für die Einsteiger oder so, ich habe Kiwi mit Milchshake und Mango Bubbles getrunken. Extrem geil. Pure Empfehlung von mir, pure Empfehlung. So. Oh, schön. Nicht so schön. Ja, erstmal übrigens, das ist ein, nicht nur ein gewöhnliches TF2 Let's Play. Das ist ein Schadensrezept. Sollte ich vielleicht noch erwähnen. Schadensrezept Huntsman, Jarity und die Bushwacker. Wenn ich jetzt so den Namen hätte, ich tapp mal ganz kurz raus. Warte mal, ich sehe schon. BennyBen94, ich hoffe, ihr habt das jetzt, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel gesehen oder so, kein Plan. Oder zu wenig. Und dass die Aufnahme auch nicht abgekannt ist oder so. Das könnte wohl eher der Fall sein. Auf jeden Fall, das ist hier ziemlich random. Dieses Löschen war völlig unnötig mit dem Dispenser, der hier neben steht übrigens. Aber unwichtig. Oh, das könnte schön werden. Oh, das wäre schön geworden. Aber irgendwer hasst mich hier. Why you hating? No! Ja, was haben wir heute noch gemacht? Heute sind wir in den neuen Batman-Film gegangen. Und nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht spoilern oder so. Ich bin nicht verrückt. Shit, verdammt. Also, neuer Batman-Film, ganz kurz nur gesagt, also meine Meinung dazu. Stellenweise ganz gut, stellenweise relativ standard bis passabel, möchte ich schon sagen. Also so, dass es gerade noch so durchgeht. Aber im Endeffekt kann man sagen, den Film kann man sich ruhig anschauen. Das Ende reißt alles raus, möchte ich nur hinzufügen. Also das Ende ist geil. Aber sonst der Film, also ich finde das Ende besser als den ganzen Film. Das war ein random Headshot, so wie man es vom Huntsman kennt. Das war auch ein random Kill, so wie man es vom Huntsman, vom Luxman, sorry, Luxman kennt. So, kurz mal noch zum Waffensetup gesagt. Ich finde das Setup ganz okay. Habe ich auch damals immer gespielt, wenn ich ja, ganz, ganz damals noch Sniper gespielt habe. Habe ich immer mit dem Huntsman gespielt und auch wirklich Jarity und Bushwacker. Einfach weil es eine schöne Kombi ist. Na komm. Spawn, danke. Kann man eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Gefällt mir allgemein durchgehend das Setup. Ist halt ziemlich luckbasierend, möchte ich sagen. So wie viel anderes auch in diesem Spiel, aber das war vielleicht taktisch unklug. Ja, das war taktisch unklug. Nee, aber wie gesagt, Huntsman ist wirklich rein auf Luck. Irgendwann hat man den Bogen raus, ist man auch wirklich gut ziert und auch dieses... Ich nenne es Ghosting. Ich glaube, das ist zumindest in der. In einigen PvP-Spielen nennt man das auch Ghosting. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal erwähnt. Dieses Vorausahnen, wo der Gegner hinlaufen wird. Wenn man das beherrscht, das braucht viel Übung und allgemeine Menschenkenntnis oder Spielkenntnis, Mechanikkenntnis, alles. Wenn man dieses Ghosting beherrscht, dann ist man eine Killing Machine. Selbe gilt für einen Soldier auch. Beim Huntsman ist es noch ein Stück weit schwerer. Oh no, oh no. Ach, ich hab mich doch gerade scheiße. Jarity und Bushwacker ist halt dieses perfekte Zusammenspiel.
Bushwacker Crittet halt. Wenn wir Mini-Crits landen würden. Das bedeutet im Endeffekt so viel wie: Mit dem Jarity landen wir Mini-Crits. Wenn wir dann Gegner treffen, machen wir Crits und dann bam. Natürlich nur mit der Nahkampfwaffe, was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber egal. Und der große Nachteil dieses Setups ist natürlich, wir bekommen 20% mehr Feuerschaden. Deswegen habe ich das auch gerade nicht mal zum Medkit geschafft, weil ich anstatt 3 Schaden 4 Schaden bekommen habe. Spy, you're not spy. Hat er mich gerade gewonshottet? Hat er das? Habe ich nicht ganz drauf geachtet. Aber wie gesagt, allgemein noch so, ich bin irgendwie gerade völlig müde. Und hab jetzt gerade noch so gemerkt, scheiße, heute ist ja Donnerstag, weil im Urlaub kriegt man manchmal die Tage durcheinander. Es ist jetzt auch morgen, also ja, morgen ist mein letzter Urlaubstag, also jetzt Freitag. Ziemlich schade, ich will mehr Urlaub machen. Nee, aber ja, man steht es durch. Ich habe viel gemacht oder eher wenig gemacht im Urlaub. Ach, Glück gehabt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Urlaub relativ gut ausgenutzt. Ich denke auch immer so, auch wenn ich Feierabend habe nach der Arbeit, denke ich auch immer so, du hättest diese Zeit beim Feierabend irgendwie besser nutzen können. Sag ich sehr oft. Im Endeffekt nutze ich sie aber optimal. Ich reg mich aber trotzdem auf, weil ich denke, dies optimal ist nicht optimal genug. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke einfach, ich fange doch zu wenig mit der Zeit an, die ich dann habe. Das ist problematisch. Wenn ich mir denke, also Skill müsst ihr gerade von mir nicht erwarten. Also, oh, ein Bataillonsbeistand. Und ja, wo wir gerade dabei sind, da muss ich noch mal eben was gucken. Nur was gucken. Genau. Ha. Drei Runenklinge, freihändiger Nahkampf. Ich muss ein bisschen angeben. Ich habe jetzt fast alle Waffen im Spiel. Natürlich die feste Waffen, also die festen. Also die. Ganz mutig hier. Oh, Scheiße. Ich wünschte, ich hätte den Headshot verpasst. Das hätte ich gefeiert. Aber wie gesagt, ich habe fast alle Waffen jetzt im Spiel. Außer die feste Waffen, also die festlichen Waffen, die mit den Lichterketten drumherum, weil die sind mir scheißegal. Und sonst mir fehlen jetzt noch ein paar Waffen, weil ich werde oft gefragt, so, ja, welche Waffen fehlen denn noch? Mir fehlen noch der Fischkuchen, den kann ich mir aber selbst holen, weil ich habe das Spiel, wo man die gegen dieses Metall daraus bekommt. Oh. I know you're there. Come on, friend. Come on, friend. Kacke. Killing you. You're a fucking little bastard. Well, come. Darf halt nicht zu lange anspannen. Naja, egal. Wir haben die Mission gewonnen. Also, wie gesagt, mir fehlt der Fischkuchen, den kann ich mir selbst herstellen. Mir fehlt noch die Maul. Also, Maul heißt die Waffe. Ja. Dann glaube ich, was fehlt mir noch? Das sind jetzt so die drei Waffen. Ja, nee, nicht die drei. Ja, ich kann auch richtig gut zählen. Drei. Ich auch ganze drei Stück genannt habe. Das sind jetzt sogar so die. Also die Maul. Also die Maul fehlt mir noch. Drei Runenklinge habe ich ja jetzt. Da war noch eine. Eine dritte Waffe fehlt auf jeden Fall noch. Fällt mir gerade nicht an. Auf jeden Fall fehlt mir noch die Maul. Also die Maul. Und dann dürfte ich eigentlich alle Waffen haben. Zumindest, also natürlich die. Nee, stimmt, die Big Kill fehlt mir noch. Das ist somit wohl die teuerste Waffe, die uns noch fehlt. Also die Big Kill, weil. Oder nee, war das die Big Kill? Ja, auf jeden Fall die eine Waffe da. Nee, das ist vielleicht noch ein Problem, aber das werde ich auch irgendwann lösen. Und dann kann ich ehrlich sagen, ja, yeah, ich habe alle Waffen. Bam. Step, step, stepping. Ja. Und übrigens, falls ihr, ich vermute mal, es haben viele noch nicht gesehen, weil die Viewzahlen sind ein bisschen höher sind, nämlich mein 37 Minuten Trash Talk TF2 Gameplay Vlog, wenn man so sagen möchte. Oh, first kill in the round.
Bitches. Und zwar, dort habe ich halt viel über YouTube gelabert. Oh Gott, Krit. Halt auch über Sachen wie, dass ich bestimmte Partnerfeatures haben möchte. Als Monetizing-Partner bekommt man sehr langsam, und das auch nur in gewissen Abständen, mit der Zeit Partnerfeatures freigeschaltet. Also halt alle Monetizing-Partner. Ah, shit. Warte. Da! Einer des Bio-Jerk. Sorry, ich bin gerade aggressiv. Und zwar habe ich jetzt nämlich die Funktion freigeschaltet bekommen, dass ich Videos hochladen kann und die automatisch freigeschaltet werden. Also das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich dann einstellen, ist dann das Video für euch freigeschaltet, dass ihr es sehen könnt. Ich habe natürlich, das ist nämlich genau in der Nacht passiert, ab Punkt Mitternacht, nachdem das Video ausgestrahlt wurde, genau dann konnte ich das machen. Ich habe mich natürlich extrem gefreut. Mein TF2-Video kam auch auf diese Weise. Halt mit dem Veröffentlichen. Hat auch alles gut geklappt anscheinend. Hat aber wenig Viewzahlen bekommen. Ich vermute mal einfach, weil 37 Minuten sind und sich das nicht jeder antun möchte, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich würde auch kein 37-Minuten-Video angucken. Aber naja. Also falls euch YouTube so ein bisschen interessiert, die Probleme von YouTube, Partner-Features, bla bla bla, so alles mögliche, das ist in diesem 37-Minuten-Ding. Also wenn es euch interessiert, schaut noch mal rein. Das ist halt, das ist der Part hier vor. Ja, genau. Step, stepping, step. Und ja, ich spiele ultra schlecht, aber yeah. Oh yes, it's heading to the checkpoint. Ich wollte gerade löschen. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ich habe das eine Partner-Feature. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ah, schön. Liebe den Geruch des Todes. Schade, egal. Ich vermute mal, ich habe nichts vergessen, was ich noch sagen wollte. Ich bin gerade echt am Rätsel, so, da war doch noch irgendwas, was du erzählen wolltest. Und ich wette, nachdem das Video hochgeladen ist, fällt mir so an, so, scheiße. Da war wirklich noch was, was du sagen wolltest. Außer, dass meine Sniper-Künste, wie schon zweimal gesagt, sehr schlecht sind momentan. Naja. Ich habe, denke ich, mal alles gesagt. Ja, doch, jetzt weiß ich wieder. Ah, ich wusste, da war was. Und zwar, Kollege macht mir momentan ein vernünftiges Intro. Und zwar ein richtig vernünftiges Intro. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir. Er hat sich jetzt halt in Adobe After Effects eingearbeitet, wo man halt die guten Intros macht. Und ich lasse mich jetzt gerade echt mal überraschen. Was ich gesehen habe, gefällt mir bisher sehr gut. Er will jetzt noch andere Features einbauen, so mit dem Text und so ein bisschen spielen, sage ich mal. Und dann sehen wir mal weiter. Auf jeden Fall setze ich meine ganze Hoffnung in die Person. Und das war vielleicht nicht der beste Versuch, sich in die Basis reinzuschleichen. Nun ja, auf jeden Fall, das Intro sieht richtig geil aus, richtig so mit Wusch und Vaps und Wupp-Wupp-Wupps. Okay, keine Wupp-Wupps. Vielleicht muss ich meinen anderen Kollegen wieder fragen, ob er mir vielleicht einen neuen Jingle macht. Weil der könnte doch vielleicht einen neuen Jingle gebrauchen, dieses Intro. Oh Gott, bitte heil mich, bitte heil mich, bitte heil mich. Ein bisschen heftiger. Oh. Ha, ich bin ein Pyro, ein Gegnerrescher. Ich laufe genau vor dir, aber du siehst ihn nicht. Aber du siehst mich nicht, meine ich ja. Sorry. Naja, das ist ein Win. Ich wollte gerade sagen, los. Ich bin aber im blauen Team, nicht im roten. Und wir haben mit so unseren 11 Minuten hier, 11,5 Minuten und einen letzten Checkpoint, der von einer Person nur noch geschoben wird, denke ich, eine relativ gute Chance. Oh yeah, ich hab die Sentry gern gepackt.
gut gemerkt. There we have a scumbag, Medic. Und ich wurde wirklich geheadshottet. Wieso wählt man in so einem Moment den gegnerischen Sniper als Ziel? Wenn ein Heavy und ein Medic und alle anderen das Card pushen. Warum werde ich als Ziel gewählt von dem Sniper? Ergibt das Sinn? Nee, denke nicht. Ich denke nicht. Und da war der Sieg. Kann ich mich irgendwo umbringen? Die Tod. Naja, das war's auch schon von mir heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Blabla erzählen, ein bisschen off-top gehabt, wie immer. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann wieder mit ein bisschen mehr Skill. Weil momentan habe ich halt wenig TF2 gespielt, das heißt irgendwie total raus. Und okay, beim Schadensrezept, da gab's ja sowieso noch nie Skill. Vor allem nicht in diesem, vor allem nicht beim auf Star-Server mit einer unbekannten, relativ unbekannten Map. Okay, aber ich werde wieder ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr mein Skill wieder zurückholen, den ich momentan vielleicht etwas verloren habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!